Die Coronavirus-Pandemie hat den Flugverkehr erheblich durcheinandergewirbelt. Wochenlang standen Maschinen still, Luftfahrtunternehmen kämpfen ums Überleben und mit ihnen ihre Angestellten. Die Flugbegleiterin Francesca Rinaldi gehört zur Verhandlungsgruppe, die versucht, mit ihrem Arbeitgeber Ryanair Regelungen zu treffen. Zwischen 1.200 und 2.200 Euro verdient die Kabinenbesatzung pro Kopf und Monat. Arbeitnehmervertreter werfen dem Unternehmen vor, Kosten vor allem zu Ungunsten der Belegschaft einsparen zu wollen. Ryanair wollte sich gegenüber Euronews nicht äußern, doch die Angestellten meldeten sich zu Wort. In Frankreich haben wir das Angebot einer 10-prozentigen Lohnkürzung bei geringerer Arbeitszeit bekommen. Das würde ein Gehalt von 900 Euro netto bedeuten. Das ist in Frankreich die Armutsgrenze. Das ist eine Art Erpressung, denn dieser Vorschlag wurde so erklärt. Sollten wir das nicht hinnehmen, hätte das Unternehmen 27 Flugbegleiter zu viel und müsste sich von Angestellten trennen. Francesca Rinaldi erläutert einem Kollegen in Spanien, wie sich die Lage in Deutschland darstellt. Hier in Deutschland warnen sie verdeckt, aber auch eindeutig davor, dass es bei 940 Angestellten einen Überschuss von 571 gibt. Sie wollen also fast 60% der Kabinenbesatzung hier in Deutschland loswerden. Uns sagt Ryanair, entweder unterschreiben Sie oder wir müssen 351 Mitglieder der Kabinenbesatzung feuern. Das ist kein Verhandeln, das ist Bestimmen. Der Himmel über Europa sieht düster aus wegen Covid-19. Die Branche steht vor einem brutalen Kampf um Marktanteile. Schon jetzt wird das Personal mancher Billigfluganbieter massiv unter Druck gesetzt. Dafür gibt es ein Wort: Sozialdumping. Hans von der Brehle für Euronews aus Frankfurt am Main. Mehr zu diesem Thema sehen Sie in Unreported Europe ab diesem Wochenende auf Euronews.